die Lücke hier vorne ganz zu. Komm nach vorne. Komm.
Ein bisschen Lärm für Tobi, der die Show auf die Beine gestellt hat und für jeden, der daran beteiligt ist. Das große andere Thema brauche ich eigentlich nicht sagen. Micha von Belief hat eigentlich alles Wichtige angesprochen. Wir sind ihre Record-Release-Show, neben der 7-Inch mit, unterstützt die Bands. Macht nochmal Lärm für Belief! Nächster Song. Oben auf der neuen Platte. Getting like one and two.
Vielen, vielen Dank. Wir waren schon ein paar Mal hier und es ist immer schön, bekannte Gesichter wiederzusehen. Und ja, eigentlich wollte ich nichts mehr zu sagen, aber das ist genau das, was Hardcore, was Punk, was irgendwo eine Subkultur definiert. Es ist irgendwo ein sicherer Ort, wo man hingehen kann, den man draußen vielleicht so nicht findet. Es geht nicht darum, Sicherheit irgendwo finanziell zu haben oder irgendwelche Absicherungen für die Zukunft, sondern einfach wohin zu gehen, nicht nur abschalten zu können, sondern sich einfach irgendwo gebogen fühlen. Für jeden, der das nicht versteht. Das Appeal! Thank you.
Nächster Song ist auch auf der neuen Platte. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf das, was ihr hört, checkt's aus, nehmt was mit. Aber keine Ahnung, egal ob du den Fernseher anmachst oder dich umguckst, man hat manchmal das Gefühl, dass alles irgendwie auseinanderbricht. Und das ist nicht so eine selbstgeschaffene Angst oder Paranoia, sondern einfach Dinge, wo du sagst, ist doch nicht mehr normal, dass wenn eine ältere Frau Probleme irgendwo beim Aussteigen hat, dass er dir das auch vorbeiläuft. Und sie einen Scheiß interessiert, oder irgendwo mal einen Kinderwagen anzupacken. Im Endeffekt sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Das sind nur ein paar Alltagsbeispiele. Aber wie gesagt, leider, leider gehört das nicht mehr zum normalen Alltag. Balance of Power. Yeah.
Let's go.